Hallo ihr Lieben, nach einer etwas ruhigeren Zeit, ihr habt ja mitbekommen, ich habe mich etwas zurückgezogen, prescht jetzt allerdings die Bundesregierung mit einem Gesetzesentwurf vor, das jetzt kommenden Mittwoch verabschiedet werden soll, das unser Grundrecht komplett zerfetzt. Und die Sache oder die Lage wird wirklich ernst. Und wenn ich anfänglich das noch moniert habe, dass die Bundesregierung ständig gegen im Grundgesetz verankerte Gesetze verstößt, und auch die Gerichte meiner These gefolgt sind, wie dem Fall der Maskenpflicht im Freien, in vielen Bundesstädten oder auch das Herbergungsverbot oder auch die Schließung von Fitnessstudios, gibt es bald aber keine Möglichkeit zu klagen und das wiederum rückgängig zu machen. Denn die Bundesregierung, die plant am Mittwoch einen Gesetzesentwurf, das so gravierende Grundrechtsänderungen vorsieht, dass es weder noch Versammlungsfreiheiten gibt oder Schutz der privaten Wohnung und viele andere Dinge auch. Es wird eine Impfpflicht implantiert. Man kann sich nicht vorstellen, was das bedeutet, man ist rechtslos. Und da könnt ihr dann auch glauben, dass irgendwie es weiterläuft in Zukunft. Das wird nicht passieren. Denn es wird immer schlimmer. Es wird so sein, dass die Bundesregierung tatsächlich diesen Lockdown nicht aufheben wird am 1. Dezember, sondern diesen Lockdown weiterlaufen lässt, monatelang. Wir müssen jetzt reagieren und nicht erst in 2 Wochen. Es ist höchste Zeit. Und noch eine kleine Ergänzung. Ich bin maßlos enttäuscht von meinen Kollegen in der Branche, von den Musikern und auch von allen anderen Prominenten, die nicht aufstehen und sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also warum schweigt jeder? Will man hinterher sagen, oh, ich habe davon nichts gewusst und will dann weitermachen, als wenn nichts gewesen wäre? Hier hat doch jeder nur Angst, dass man in irgendeiner Weise einen persönlichen Schaden davon tragen kann oder einen finanziellen Schaden davon tragen kann, einen Image-Schaden oder was auch immer. Ich finde das hochverwerflich, dass meine lieben Kollegen in Berlin demonstrieren für mehr Geld und ihre Ausfälle, obwohl sie ja eigentlich wissen müssten, dass es viel klüger wäre, gegen diese Pandemie-Maßnahmen zu protestieren. Denn wenn diese aufgehoben werden, dann haben sie auch wieder Jobs und brauchen kein Geld vom Staat, das irgendjemand, und wenn es die nächsten Generationen sind, wieder zurückgezahlt werden muss. Das ist so schwachsinnig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schäme mich für meine Kollegen, die alle nicht aufstehen. Ich bin vielleicht nur ein ganz kleines Licht, ein ganz kleiner Schlagersänger. Da gibt es ganz andere Prominente in Deutschland, die viel mehr Macht und Einfluss haben. Warum schweigen die? Und das kann nicht wahr sein. Jeder Blinde müsste jetzt sehen, was hier gerade passiert. Es gibt keine Beweise für die Pandemielage in Deutschland. Keine Beweise. Die Krankenhäuser sind leer. Es wird hier gedruckst und getäuscht. Das schlägt ihm fast den Boden aus. Und ich kann das nicht verstehen, dass wirklich hier jeder, aber auch jeder schweigt und alles akzeptiert. Denn nur auf diese Lüge kann man überhaupt so ein System errichten, was jetzt gerade eben vorgenommen wird. Es wird Zeit, dass sich jeder erhebt.